Ja, heute jährt sich zum 100. Mal der traurige Tag, wo Südtirol endgültig vom italienischen Königreich annektiert worden ist. Und aus dem Grund ist im ganzen Land ein Trauertag eingelegt worden. Es werden Aktionen geplant. Wir werden mit Mahnfeuer und weit sichtbaren Hunderter, getrennte Hunderter, darauf hinweisen. Wir haben uns einen historischen Ort ausgesucht. Wir stehen da mittelt auf der Trasse von der ehemaligen Fleimstalbahn. Der ist 1917 fertiggestellt worden von russischen Kriegsgefangenen und hat die Front, die neue Front, da versorgt. Wir haben uns deswegen den Ort ausgesucht, eben weil es auch ein geschichtsträchtiger Ort ist. Und zudem sieht man da weitum fast das ganze Unterland. Und die Bevölkerung soll das auch mitkriegen, die Bevölkerung soll sehen, die Bevölkerung soll aufmerksam gemacht werden, um auf das Unrecht auch hinzuweisen. Vielen ist es heutzutage leider nicht mehr bewusst, auf was wir da erinnern, an was wir denken. Deswegen ist es gut, dass wir auch ein Zeichen setzen und die Bevölkerung aufwachen. Ich bin der Meinung, dass Südtirol jahrelang ein großes Opfer von italienischen Staat gewesen ist. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir schon fast selber zum Täter geworden sind. Und viele Sachen, was in jahrzehntelanger harter und mühevoller Arbeit und Ringen erkämpft worden ist, wir einfach achtlos wegwerfen. Musik.